Noch immer sind diese Bilder des Sommermärchens in den Köpfen. Nie schien das Land so vereint und versöhnt wie 2006. Eine deutsche Begeisterung in Schwarz-Rot-Gold. Doch schon länger liegt ein Schatten über der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung liegen neue Dokumente der Schweizer Firma CWL Sport Marketing vor. Die CWL gehörte 1998 bis 2000 zum Reich des Medienmoguls Leo Kirch. Der hatte sich die Europarechte für die Weltmeisterschaften 2002 und 2006 gekauft, für rund 3,4 Milliarden D-Mark. Kirch wollte natürlich, dass sich dieses Geschäft rentiert und hatte deswegen Interesse daran, die WM nach Deutschland zu holen, und das hatte der DFB auch. Und dann haben sich die beiden untergehakt, und das, was sich uns jetzt so zeigt, ist, dass CWL Funktionäre, FIFA-Leute bestochen hat, damit die im Dienste des DFB für die WM in Deutschland stimmen. Im Gegenzug hat der DFB der CWL anscheinend Privilegien eingeräumt, unter anderem bei der Vergabe der Rechte an der Fußball-Bundesliga. Zudem gingen bei Benefizspielen der Nationalmannschaft zugunsten der Egidius-Braun-Stiftung 50% der Bandenwerbungseinnahmen an die CWL und eben nicht an die Stiftung. Die Deals zwischen den beiden mächtigen Playern liefen nach einem schlichten Schema ab. Es gab zum Beispiel Freundschaftsspiele der deutschen Nationalmannschaft gegen sportlich eher unattraktive Gegner. Wir reden hier von Thailand, wir reden damals unattraktiv Südkorea. Und da hat dann CWL die Rechte für die Bandenwerbung für ein horrendes Geld gekauft. Also 2 Millionen für die Bandenwerbung für ein Spiel, was ein Freundschaftsspiel war. Das war mehr als doppelt so viel, als normalerweise bei Länderspielen damals gezahlt wurde. Und der Verdacht liegt nahe, dass dieses Geld nur deshalb gezahlt wurde, weil man eigentlich die Leute, die hinter diesen Verbänden standen, die FIFA-Funktionäre waren, die für Deutschland stimmen sollten, kaufen wollte. Eine zentrale Rolle bei dem offensichtlichen Pakt zwischen der Agentur CWL und dem DFB spielte Günter Netzer. Als Leo Kirch insolvent wurde, haben Netzer und weitere Funktionäre die CWL aus der Insolvenzmasse herausgekauft und dann in die Firma Infront umbenannt. Cäsar Walter Lüthi, dafür steht das Kürzel CWL, hat Netzer kennengelernt, als er noch beim HSV-Manager war, hat den ersten Bandenwerbungsvertrag der Bundesliga mit ihm ausgehandelt und gesagt, wenn du hier keine Lust mehr hast, komm in die Schweiz. Das hat Netzer gemacht. Konsequenzen hat Günter Netzer heute keine mehr zu befürchten. Selbst wenn nachweislich eine Bestechung vorliegen würde, wäre diese verjährt. Aber wie könnte es nun weitergehen? Die Indizien für eine gekaufte WM 2006 werden immer dichter. Das Entscheidende ist, was der DFB jetzt macht. Und DFB-Präsident Keller hat vor einiger Zeit in einem Interview auch mit uns im Spiegel angekündigt, er wolle die ganze Wahrheit über das Sommermärchen wissen. Und da muss man mal sehen, wie die sich jetzt anstellen. Wir haben denen eine sehr umfangreiche Fragenliste geschickt, sowohl Netzer als auch dem DFB. Und da muss man jetzt Herrn Keller beim Wort nehmen und mal gucken, ob sie wirklich daran interessiert sind, das Ganze so aufzuklären, wie man es aufklären muss. Der DFB hat sich weggeduckt und ließ einen detaillierten Fragenkatalog des Spiegel unbeantwortet. Die Direktion Presse bat um Verständnis, sich zu laufenden Ermittlungen nicht äußern zu wollen.